Entspannt. Dann kann man Filter arbeiten. So, nimm erstmal Holz mit. Erste, was wir jetzt brauchen, ist ein Bett. Oder halt ein Dorf, je nachdem, was zuerst kommt. Wir werden erstmal gucken, wo wir erstmal hinreisen. Ich glaube einfach irgendeine Richtung erstmal. Das. So, zack, 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 zack. Das sind Wölfe. Wir brauchen erstmal ein paar Schafe, wenn es geht. Hühnchen. Da ist nix. Dann rennen wir einfach mal weiter. Also die Wölfe sind auf jeden Fall hier en masse. Guck mal, die haben perfekt. Look at this. Ja, das ist doch schon mal easy. Geil. Look at this. Bap, 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 bap. Bap, bap, bap. Bett ist am Start. Und Essen haben wir auch noch was. Geil. Das fängt ja schon mal super an. Das. Ach, guck mal hier. Habt ihr auch noch schon ein bisschen was kaputt gemacht? Leider die Wölfe sind am Smurfen hier. Die haben ballern alles weg. Oh, Babywolf. Das schafft wird er gleich auch gleich sterben. Schwarze Wolle bringt uns nichts. Guck mal hier, da ist auch schon mal ein bisschen Stinkzuckerrohr. Können wir auch auf den Weg nehmen. Also Aufgabe Nummer 1 ist schon mal erledigt. Wir haben Bett. So, jetzt gucke ich mal, ob ich irgendwo hier in der Wand noch schnell ein bisschen Stein abbauen kann. Ich nehme ein bisschen Holz mit. Jetzt kann man nie genug haben. Ja, das wird, wie gesagt, ein ganz entspannter Projekt. Wir smurfen ein bisschen durch hier. Machen so ein bisschen Speedrun-mäßig. Rushen wir alles Mögliche durch. Und schauen wir mal, wie weit wir kommen. Das Wichtigste erstmal, wie gesagt, als nächstes ein Dorf zu finden. Guck mal, da sind ein paar Steine. Das ist schon mal super. Wir setzen mal die Dings. Zack, zack, zack. Das nicht. Zack, zack, zack. Und erstmal. Erstmal auf Steinzeit hier hochleveln. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Zack. Und schon ist unser Speed ein bisschen schneller. Jetzt machen wir noch 8 Stück von denen. Jetzt guck mal hier, auch schon direkt Steinkohle. Let's go. Aber wir brauchen erstmal Steine. So, zack, zack, zack. Hinstellen. Dann machen wir so. Und brennen ein bisschen Holz durch. Fackel, Steinkohle, soll ich schon. Doch, Steinkohle brauchen wir Fackeln. Fackeln sind auch super broken hier. Die wurden bis jetzt nicht einmal genervt oder so. Seit die rauskamen, wurden sie nicht einmal genervt. Das heißt, die sind konstant eigentlich immer um OP. Deswegen, Leute, schön immer Fackeln rushen. Das ist das Beste. So, zack, zack, zack. Dann machen wir hier, zack. Machen wir so. Bam. Zack. Zack. Essen haben wir auch am Stisselmannissel. So, jetzt brauchen wir noch eine Axt. Machen wir auch schnell. Dann können wir hier wenigstens ein bisschen. Haben wir eine Waffe und haben Dings. Machen so. Lecker. Bleiben wir erstmal bei einer Art Holz. Damit ich hier nicht immer 50 verschiedene Holzarten hier habe. Und mir das Inventar vollmüllt. Weil Inventarmanagement ist so wichtig wie Fackeln setzen. Oder Wasser finden. Oder Dorf finden. Oder was auch immer. Imagine, Alter, du hast keinen Platz für irgendwas. Du hast keinen Platz für Sachen wie Holz. Oder irgendwas, was man auf dem Weg findet, so. Was man halt später braucht.
Imagine, Alter. Imagine. So, lecker. Holz. Zack, zack, zack. Rein damit. Rein in meinen Schlund. Gut. Das war's dann. Also, wenn das Essen fertig ist, gehen wir los. Essen ist fertig. Dann gehen wir mal los. Wir müssen eigentlich übertreiben. Aber wie gesagt, wir müssen halt rushen. Wir müssen halt jetzt Dorf finden. Das. Ab, ab. Jetzt müssen wir in Bewegung bleiben. Das ist der Stichpunkt. In Bewegung bleiben. Und was ist auch not bad, weil dann kann man mit ins Boot noch ein bisschen rumsgleiten. Also wie viele Wölfe sind hier bitte? Gut, dass Wölfe... Guck mal, er macht noch ein Schaf kalt. Nice. Ja, damit. I take it. Also Kühe, die wir nicht einsperren, werden wir killen. Werden wir einfach nur killen. Tschüss, Alter, Faker. Faker-Kuh, Junge, hat mich einfach gedodged. War doch noch ein Kuh. Hier war doch noch Kuh. Jetzt Rinder. Schön Hamburger. Burger. Schön mit Rindfleisch. Mit Käse. Schön Soße. Knackigen Salat und Tomaten, Junge. Jetzt krieg ich Hunger. Hab noch nichts gegessen. Lecker. Lecker. Guck mal, wir haben schon was zum Verkaufen. Raspi. Oh, muss was trinken. Alter, mir ist irgendwas in den Hals gekommen. Ah, besser. So ist besser. Guck mal hier. Weiße Schafe können wir mal mitnehmen. Wir haben ja auch ein paar Pferdchen. Hier sind schon mal ein paar Pferdchen. Für später. Haben wir sowieso nicht, können wir nichts mit anfangen. Ich werde auch noch Schweine killen, aber... Ja, ich habe Issues. Ich will noch keine Schweine killen. Ich will ja keine 50 verschiedene Fleischsorten in meinem Inventar haben. Wir werden das später sowieso mit Kühen auskommen. Und Boah. Verschluckt. Und das Schafsfleisch. Schafsfleisch. Hier das Hamlet. Ist eigentlich auch noch bad für den Anfang. Ihr wisst doch, Alter. Schweinefleisch ist Haram, Junge. Haram. Obwohl ich mein Schweinefleisch mag. Speck. 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 So, Homer Simpson macht. Bam. Bam. Dead. 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 Mal hier. Schön Schneegebiet. Oh ja. Ja. Wenn wir schon hier sind. Nicht vergessen, Leute. Meinen OP-Baum mitnehmen. Wir brauchen unseren OP-Baum. Unser Lieblingsholz. Oh, danke für den Follow, mein Dude. Wir nehmen auf jeden Fall den leckeren Baum mit. Ich muss mal. Oh, guck mal, wir haben schon eins. Fichte. Ich gehe einfach zum nächsten erstmal. Solange der decayt und solange die Blätter verschwinden. Also von diesem Holz kann man nie genug haben. Wenn du das Holz siehst irgendwo in Minecraft-Welt, mitnehmen. Einfach mitnehmen. Ist auch super OP, super broken. Ihr nehmt einfach 4 Stück von den Dingern, von den Setzlingen, platziert sie in ein Viereck, einfach nebeneinander und wartet. Und wartet, was passiert. Da wird was richtig Krasses passieren, Junge. Dann kriegt ihr einen Riesenbaum. Erstens. Zweitens, das Biom wird verändert. Und drittens, ihr kriegt einfach tonnenweise Holz. Tonnenweise, Junge. Du kriegst 1,5 Stacks oder 2 Stacks aus einem einzigen Baum, also aus einem Riesenbaum. Wenn ihr halt Baum wollt, kann man auch die Dinger auch für Bauen benutzen. Sowas wie zum Beispiel, du baust sie 4 Stück so nebeneinander, lässt sie wachsen, zack, hast du schon direkt einen dicken Turm. Ich habe auch einen dicken Turm in meiner, nein, den Satz sage ich nicht. Genau. Oh, es wird jetzt langsam dunkel. Dann müssen wir darauf achten, dass wir gleich mal pennen gehen.
und nicht vergessen. Weil das ist immer auch schwer gestellt. Ich spiele meistens Minecraft auf normal, weil ich sag mal so, es ist eigentlich entspannt. Aber ich wollte ein bisschen was zum Kämpfen haben. Und auf schwer sind die Gegner ein bisschen knackiger. Halt ein bisschen was aus. Da muss ich halt drauf achten, wie ich kämpfe. So, wie viel haben wir? 5 Stück haben wir schon. Das ist schon mal ein Baum. Ist ein Baum. Guck mal, Sonne geht gleich unter. Das heißt, Bett muss gleich stehen. Mal hier, zack, Bett, zack, zack. Easy. Outplayed, Junge, nennt man das. Outplayed. Wir haben einfach Minecraft outplayed. Guck mal, kein einziger Gegner gespawnt. Wir sind safe. Perfekt. So, jetzt brauche ich, wie gesagt, noch die ganzen Setzlinge. Am besten so viel wie möglich. Ja, solange, wie gesagt, der Dick geht, könnt ihr die Zeit nutzen, um andere Bäume noch wegzuhacken, die hier im Weg stehen. Spielt einfach Holzfäller. Bam. Und nächster Baum ist gone. Also, ich will so viel möglich Setzlinge mitnehmen, wie es geht. Später, wie gesagt, haben wir gar kein Problem mit den Setzlingen. Weil die Bäume produzieren auch 1 Million Blätter. Die Blätter, die gehen. Und es regnet einfach nur Setzlinge. Richtig geil. Ja, das ist der falsche. Guck mal, da ist noch einer. Ach, da sind schon mal 2 Bäume. 2 Riesenbäume. Jetzt brauchen wir noch mehr. Wir brauchen noch mehr. Wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr. Ja, meine innere Stimme. Wir werden unterdrückt. Mal her. Komm runter. Es gibt kein Entkommen von mir. Ich werde euch alle besitzen. Oh, noch einer? Noch einer? Nice. Da ist noch einer. Wir sind schon bei 11. Oh, 12. Oh, 3 Bäume, Junge. Also wer Mathe aufgepasst hat, 4 Setzlinge sind ein großer Baum. Heißt 12 durch 3, durch 4 gleich 5. Richtig. Wer irgendwas anderes sagt, lügt. So, 15, noch ein, dann haben wir 4 Bäume. Ich denke mir, so 4 Bäume reicht dann. Wie gesagt, desto mehr eigentlich, desto besser, aber ich habe jetzt keine Lust, hier 3 Stunden auf die Setzlinge zu warten. Weil wir müssen ja, wir haben noch andere Missionen, die wir erledigen müssen. Müssen er Dorf finden. Einen leckeren Dorf. Da, guck mal, da ist der letzte Setzling, den ich brauche. Zack, 16, weiter. Einfach weiter. Einfach weiter. Dann mal schön Ausschau halten hier nach dem Dorf. Dorf. Ich denke, wir müssen noch ein bisschen laufen bis zum nächsten Dorf. Weil das hier ist eher eigentlich schon die Anfangs-Area. Und die Anfangs-Area, die ist eigentlich so dorffrei, sag ich mal. Außer es gibt halt, es gibt was Seeds, wo einfach du am Anfang direkt schon ein Dorf hast. Das gibt's auch, klar. Aber ich habe leider nicht das Glück, dass ich das Sieg besitze, dass ich wo ich ein Dorf direkt am Anfang habe. Guck mal hier, die Schafe nehmen mit. Aber nur die Weißen. Yeah, boy. Jetzt sind auch schon mal hier 2 Betten. Not bad. Um halt das Dorf weiter zu voranzutreiben, dass es wächst, müssen wir halt Betten haben. Für die Betten. Nee, Hühnchen. Hühnchen, wir machen später eine Hühnerfarm. Passt schon. Passt schon. So. Aber wir sind echt hier im Lande, leider ein großes Gebiet, wo nichts ist. Also halt Wasser, bisschen dies. Und abtauchen. Wie gesagt, abtauchen. Danke. Ein Trick, wo ihr schnell schwimmen könnt und Luft atmen könnt. Da müsst ihr halt so ein Zwischending finden, wo er halt im Wasser schwimmt und Luft holt, was ja bei mir nicht der Fall ist. Aber wenn er richtig macht, könnte er aus dem Wasser wie so ein Delfin rausfliegen. Bäm, Junge. Aha, look at this. Das war überhaupt nicht gescriptet oder so. Überhaupt nicht. Ich habe jetzt durch Zufall ein Dorf entdeckt. Oh, die können wir mal mitnehmen. Ich hoffe, da gibt es ein Gehege mit Dings. Ansonsten lasse ich erstmal ein paar Sachen hier noch am Leben.
Ja, ich sag mal so, Speedrun, oder? Neuer Rekord hier. 10 Minuten haben wir schon direkt ein Loch gefunden. Das ist ja schon mal Glück. Hallo. So, dann können wir direkt den guten alten. Mal so. Erstmal hier alles pflanzen. Schauen wir uns in meinem Dorf um. Also wir haben hier schon mal den alten Newton. Was bist du denn? Geh mal weg. Nimm ich. Meins. Geklaut. So, Baum ist weg. Wir platzieren erstmal hier. Erstmal eine dicke Axt hier. Dicke Axt in meiner Hand. Wir machen erstmal die Billow-Bäume weg. Brauchen wir nicht. Die sind komplett nicht so gut. Also sind nicht halt kosteneffizient und platzeffizient. Bauen viel zu viel Platz und bringen nichts. Apfel werden nicht schlecht. Apfel sind rare. Wir brauchen sowieso später. Warte mal, machen sie so. Platzieren überall Werkbänke. Dann kann man, brauchen wir nicht immer jedes Mal irgendwie Werkbänke suchen. Papp, 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 papp. Hier ein kleiner Trick. Ihr baut nur hoch. Und dann könnt ihr hier die Sachen schneller abbauen. Sehr schön. Wir können ja auch schon ein bisschen handeln und ein gutes Werkzeug schon mal ergattern. Oh, look at this. Hier ist so ein Stand. Nice. Guck mal, hier ist auch noch so ein Häuschen. Ui, geiles Häuschen. Ist schon mal das, was ich nicht haben will. Ist der Job. Der Job ist kacke. Also wir machen ihn weg. Oh, hier ist Schweine. Okay. Schade. Weil Kühe wäre eigentlich noch geiler. Wir haben direkt Pferde und Lava. Lava direkt vor meiner Nase. Was geht ab? Ich wäre fast reingelaufen. Ich dachte, das ist die Sonne oder so. Krass. Und wir haben direkt auch ein paar Kühe, ein paar Schweine. Perfekt. Das Lava müssten wir hier sichern. Das wird hier ein bisschen zu gefährlich. Machen wir alles weg hier. So, das wächst. Unser Glocke ist, wird unser, sozusagen unsere Mitte. Da werden wir einfach die. Ja. Da werden wir einfach unser Dings aufbauen. Unser Lager. Aufschlagen. Mal weg hier. Hey! Was sollte das denn? So, machen wir ein paar Kisten. Kisten kann man nie genug haben. Setzen wir ein bisschen oben. Dass sie halt nicht die Reaper oder so sie wegmachen. So. Zack. Hier machen wir unseren Bauholz. Ein bisschen nehmen wir mit. Ja, stellen wir Ofen hin. Das gute Fleisch erstmal drin. Wir machen. Ja, jetzt erstmal einen Fehler gemacht, aber nicht so schlimm. Eimer. Eimer wären auch noch Bett. Da können unser schon mal unsere Bäume wachsen. Die werde ich einfach hier hin klatschen. Schaufel haben wir nicht. Ne, haben wir noch nicht gecraftet. Egal. 1, 2, 1, 2. Haben wir ordentlichen Abstand hier. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Die ersten Bäume sind eher wichtig für. Also eigentlich auch für Holz und Co. Aber Holz war auch wichtig für Blätter. Die Blätter werden einfach dafür sorgen, dass wir halt immer genug von dem Dings haben. Von denen wäre es nochmal hier. Von den Setzlingen. Hier ist so ein Penner. Ein Gammeliger. So ein Gammel. So, also wir haben einen Bücherwurm. Irgendwo gibt es eine Bücherei. Können wir auch direkt ausnutzen, um die
besseren Sachen zu kriegen. Aber erstmal müssen wir dieses Lava hier wegmachen, Alter. Das ist gar nicht cool. Weil wenn wir da reinlaufen, ist RIP. Wenn ein Dorfbewohner reinrennt, den wir halt, sag mal, gut getradet haben, ist auch scheiße. Weil wenn er dead ist, verlieren wir unsere komplette Progress. Es gibt, glaube ich, noch eine Art. Die wurde auch vor erst im letzten Batch so hinzugefügt. Ich glaube, mit den Akazienbäumen kannst du das, glaube ich, auch machen. Oder mit den... Nee, es geht mit den... also es gibt diesen Baum. Den Tannenbaum, also die Tanne. Und es gibt noch den... wer ist nochmal hier? Heißt es nochmal? Dschungel. Es gibt auch noch die Dschungelbaum. Da kannst du auch einen Superbaum machen. Das geht auch noch. Ziehen mal unser Bettchen. Also du kannst halt mit der Tanne, also die Tanne ist einfach einfacher zugänglich, weil der Tannenbiom oder die Tundra-Biom ist einfacher zu, soll ich sagen, zu finden. Als die anderen Biome. Weil ein Dschungelbiom zu finden dauert ein bisschen. Ein bisschen. Außer wenn du Glück hast, das hast du direkt am Anfang. Dann kannst du es eigentlich auch machen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass hier so ein Schneegebiet oder so ein Tundragebiet erscheint mit Tannen, ist halt viel, viel wahrscheinlicher. Guck mal, hier ist auch direkt so ein geiler Ofen. Machen wir auch weg. Guck mal, hier sind auch diese geilen Steine. Können wir eigentlich auch direkt wegmachen. Daraus können wir halt die Half-Slaps ballern. Halt mehr Öfen machen, aber naja, mehr Öfen brauchen wir nicht. Vielleicht gibt es auch Kisten irgendwo hier. Ah, look at this. Müll und Buch. Nice. Not bad. Not bad. Nehme ich. Was haben wir hier? Wir haben hier zwei Liebesfreunde lieben. Noch eine Kiste. Alter. Äpfel. Nice. Das können wir kompostieren. Kisten nehmen wir mit. Kisten for free. Nehme ich. Immer gern gesehene Kisten. Da ist Sand, da ist auch Zuckerrohr. Können wir eigentlich auch mal hier verarbeiten. Muss ja nicht hier hinten wachsen. Muss nicht hier wachsen. Also das wird auf jeden Fall später auch nur Farm. Ich kann auch Russisch sprechen, ja. Wieso? Verstehst du Russisch, ist die Frage. Verstehen Sie Ruski? Das ist meine Farm. Die setze ich schon mal hin. Wir klotzen alles erstmal hier hin. Dass wir nicht weit laufen müssen dafür. Was haben wir hier? Möhren, Kartoffeln. Perfekt. Dann erstmal vor sich hin wachsen. Ich werde daraus auch nur später eine Farm machen. Also so eine Essensauto. Halbauto. Automatische, halbautomatische? Nee, automatische. Automatische Essensfarm wäre auch noch bad. Weil dann können wir Essen verkaufen, Essen generieren. Finde ich meine schön. Danke dir. Ich danke dir. Mehr von solchen Leuten wie dich hätte ich gern. Aber kommt auch bestimmt von alleine. So. Wir haben noch Essen hier. Können wir mal reinbuttern. Ja, wann nehmen wir erstmal Holz. Guck mal da. Guck mal, das ist wieder der geile Oschi-Baum. Den ich so liebe. Wir brauchen auf jeden Fall Steinkohle. Holzkohle ist besser, weil Holzkohle können wir besser verbrennen. Verbrennungsgrad ist halt besser. Und wir können halt Fackeln machen, was wir auch später brauchen. Ich muss auch, wie gesagt, diese Lava noch. Ja, ich mache jetzt mit Lava weg, Alter. Das ist mir zu gefährlich hier.
Muss ein bisschen runterbuddeln. Ich brauche eine Schaufel, Alter. Ich brauche eine Schaufel. Machen wir schnell eine Schnaufel. Eine Schnaufel brauchen wir. Zack, 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 zack. Ich schmeiß noch ein paar Sachen mal raus. Ich brauche, wie gesagt, nicht alles in meinem Inventar dabei zu haben. So, so, zack, zack, zack. Essen und Co. Ja, kann ich auch machen. Aber es funktioniert mit Steinkohle. Mit Holzkohle funktioniert es leider nicht. Leider. Sonst hätte ich das auch gemacht. So, wir machen erstmal hier das ganze Grünzeug und die ganzen Kartoffeln. Erstmal hier rein. Buch machen wir einfach hier hinten. Ich meine, man konnte damals, glaube ich, auch aus Holzkohle, Holzkohleblöcke machen. Aber irgendwie haben wir es entweder weggemacht oder ich habe nur mit, ich habe mit Mods gespielt. Eins von beiden auf jeden Fall. Wir setzen mal hier eine Dings hin. So. Was brauchen wir denn hier? Also eine lasse ich mal da. Ja, ein paar Blöcke brauchen wir noch. Wird ein bisschen knapp. Wäre jetzt geil, noch Eisen zu finden. Dann kann ich wenigstens Eimer machen. Mit dem Eimer dann schön lecker Lava. Also es gibt noch viel, viel, viel einfache Lösungen. Zeige ich dir später. Wenn du dran bleibst. Wie wir es viel, viel einfacher ohne Steinkohle, ohne Holzkohle zu verbrennen. Endlos super viel Brennstoff produzieren können. Und das einfach endlos. Und ohne viel Aufwand. Das ist ja das Geile. So, wir müssen erstmal diese Lava zumachen. Ich will halt das Lava nicht verschwenden hier. Weil wir können dann hier, wenn wir einen Eimer haben, einfach unser Nether-Portal gießen. Dann brauchen wir nicht immer runterrennen und Lava suchen. Weil wenn wir schon direkt hier Lava haben, ist es halt GG. Jetzt hoffen wir mal, dass hier nichts anfängt zu brennen im Umkreis. Aber es kann auch passieren, dass das anfängt zu brennen und die Doofbewohner einfach durchrennen. So Bekloppte. So, wir machen erstmal hier lecker Holz. Mit der Speedrun hier. Holz, Holz, Holz. Holz ist am Start. Mit der Holz. Ich habe jetzt gar nicht mitgezählt, wie viel ich schon rausgehabt habe. Aber ein kleiner Baum, wie ich sehe. Obwohl, never mind. Ich bin blind. Auf beiden Augen. In selben Zeit. So, knattern wir sie weg. Die Steinachse ist am Anfang erstmal so ein bisschen low, also ein bisschen langsam. Aber es ist der Anfang. Oh wait, wir sind schon oben. Echt ein kleiner Baum. Aber echt einen kleinen Baum erwischt. Darf ich auch nicht machen. Animation Canceling. Animation Canceling in manchen Sachen ist gut, aber hier nicht. In diesem Fall nicht. Dann müssen wir länger dafür brauchen, für diesen Baum. Piep, piep, piep. So. Also wir werden erstmal diesen einen Baum hier nehmen. Da haben wir schon mal gut Materialien, mit dem wir schon dick arbeiten können. Ah, der Baum ist zu nah. Das heißt, dass er nicht so schnell wachsen wird. So. Ich machen wir auch mal weg. Weil sonst, sonst fangen die an, und meine Sachen hier abzufarmen. Hier war irgendwo noch eine Farm. Da ist ein Golem. Nice. Da. Die müssen wir erstmal wegmachen. Sonst gibt es Probleme. Ich will erstmal, dass hier ein bisschen gewachsen ist, dann kann ich das anbauen. Mal hier. Alter. Und wir können halt gucken, wie wir am besten Dorfbewohner kriegen, die auch Stroh. Oder es ist ja Stroh einfach tauschen können. Weil wir brauchen das Geld.
Er ist jung und braucht das Geld. Was haben wir hier? Hier ist schon mal links ein Waffenschmied. Das heißt, irgendwo ist hier eine... Irgendwo hier ist noch ein Dings versteckt. Und jetzt mal gucken, dass wir alle Bewohner erstmal neutral machen. Und dann nach und nach so... nach und nach unsere Berufe, die wir brauchen, oder die Sachen, die wir halt brauchen, erstmal aufstellen, weil am Anfang alle Dorfbewohner durchzukauen, könnte ein bisschen dauern. Könnte da auch sein. Da war ich schon. Hier war ich hier schon. Ja, hier war der Dings. Der Schweinezüchter. Hier ist nix. Guck mal, lass mal. Stimmt. Du Leerde. Ich wollte eigentlich hier meinen Prozess starten hier. Wir machen immer schöne Achter rein. Weil ich will halt nicht so viel am Anfang Ressourcen verschwenden. Mal hier. Perfekt. Zack. XP gibt's auch noch. Lecker. So. Genau. Also. Er produziert, dann können wir schon direkt tauschen. Obwohl, wir machen am Anfang erstmal ein bisschen Holz. Er soll erstmal 8 Stück hier generieren. Schmeißen wir erstmal hier rein. Brauchen wir erstmal noch nicht. So, wird jetzt dunkel. Gucken wir, dass wir ihm ein Bett finden. Müssen wir mal gleich gucken, wo der, wo diese eine noch, der eine Beruf hier ist. Ah. Wo der eine mit dem Beruf ist, den müssen wir so schnell wie möglich entschärfen. Oder halt seinen Beruf klauen, damit er alles hier in der Mitte ist. Weil ich will Dorfbewohner am besten so hier so schön mittig halten. Und am besten auf 2-3 Häuser verteilen, damit ich halt, wie gesagt, hier nicht nach Timbuktu-Land laufen muss. Guck mal hier, da ist schon der nächste Beruf. Irgendwas versteckt? Nein. Guck mal hier, sind Bäume, Äpfel. Oh, Eisenspitzhacke, nice. Nehmen wir. Guck mal, Essen ist schon mal am Start. Das wollte ich nicht. So, dann rein da. Betten nehmen wir auch mit, die weit weg sind. Also die Häuser, die zu weit weg sind, finde ich nicht so geil. Da habe ich den Überblick nicht. Wo meine ganzen Dorfbewohner sind. Warte mal. Das nehmen wir auch noch mit. Kostenlose Sachen nehmen wir gerne mit. Hier ist noch ein Ofen oder zwei. Lava habe ich hier auch noch. Aber wir haben genug Lava unten. Dann brauche ich keine Steine farmen. Ah, und guck mal, meine Bäume. Meine Bäume sind schon am Start. Ja. So. Stelle ich mal am besten auf. Da ist nochmal. Guck mal, hier das Bett muss ich auch noch irgendwo hinstellen. Da sammeln wir schön. Brot können wir gleich mal verteilen. An die Dorfbewohner. Guck mal hier. Magst du einen großen Häuser? Da ist der nächste Beruf. Den hätte ich auch gerne. Ein paar Bücher sind auch schon am Start. Dann einfach im Bett hin. Schön Fensterblick. Hier gefällt mir. I like it. So. Nice. Guck mal, da ist noch einer. Da ist noch einer. Hier muss irgendwo noch eine Farm sein. Hab ich übersehen? Wo ist die Farm? Irgendwer schmuggelt hier Arbeit. Wer ist der Schmuggler von Arbeit hier? Wird nicht gearbeitet. Wir sind ein faules Dorf. Und sind hier arbeitsscheu. Wird nicht gearbeitet. Hier müssen wir den Lava mal reinschubsen. Geh mal weg. Oh nein. Oh, was passiert? What's happened? Oh nein, der ist gestorben. Naja, passiert. So. Jetzt müssen wir mal gucken, wo dieser eine Dorfbewohner. Ja, noch so einer. Eine Plage hier. Unglaublich. Aber die wollte ich mal aufstellen. Zack, zack. So, und die nächsten Prozesse können wir hier einfach mit Steinkohle machen. Mit Holzkohle. Wechsel mal da. Steinkohle, Holzkohle. Holzkohle, Steinkohle.
Hab ich noch mal eine Steine. Hab ich meine Stöcke weggelegt, bin ich dumm. So. Mach noch eine davon. Und eine davon. Die Sachen behalten wir mal. Ein bisschen Holz will ich noch mitnehmen. Ja, die 6. Man, nehmen wir mal 10 mit für alle Fälle. Fackeln haben wir, glaube ich, genug. Für das Pferd. Where. Das soll erstmal wachsen. Wir bauen erstmal ein bisschen hier Stuff. Bett will ich noch. Obwohl, ich weiß nicht, unter Tage. Brauchen ein bisschen Eisen. Ich will jetzt den Eisenbullen nicht killen, weil wir sollen erstmal ein bisschen das Dorf beschützen. Ich meine, wir haben nichts. Wir haben eine Axt höchstens, die wir den Gegner in den Kopf schmeißen können, so ein Zombie. Fackeln. Ah, wir haben eigentlich Fackeln. Soll eigentlich kein Problem sein hier. Machen wir so. Wir werden erstmal dick runterbauen. Ja, wir nehmen ein bisschen Kupfer, brauchen wir. Aber nur ein bisschen. So. Also das Kupfer, was wir jetzt mitnehmen, das reicht eigentlich für immer. Für das ganze Game. Weil wir werden Kupfer einmal brauchen. Wir brauchen sie für die Farm. Damit der Blitz, wenn er einschlägt, nicht in den Dorfbewohner einschlägt. Und aus ihm eine Hexe macht. You know? Ey, das ist kacke, wenn die halt eine Hexe ist. Dann kann sie uns kein Farm mehr oder kann uns nicht mehr farmen. Was sehr, 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 sehr schade ist. So. Zwischendurch mal eine Fackel setzen, damit hier nichts spawnt. Was für Höhe sind wir denn? 47. Ja, weiß nicht. Eine Höhle wäre not bad. Schöne, leckere leckere Höhle. Wo wir ein bisschen Ressourcen farmen können. Sowas wie Eisen. Eiserne. Oh. Nice. Das waren zwei wichtige Dings. Mal hier zwei bisschen Feuersteine. Daraus können wir halt leckere. Können wir daraus leckere Schießstand machen oder Werkbänke für die Bogenschützen. Und dann können wir das ganze Holz, was wir jetzt angepflanzt haben, schön gegen Emeralds tauschen. Lecker, lecker. So, zack. Also, jetzt, wie gesagt, wäre schön Eisen jetzt zu finden. Wir haben Lava oben. Wir brauchen jetzt nur noch. Komm. Irgendwo muss doch hier Eis geben. Auf welcher Höhe ist das beste Eisen, was man kriegen kann? Also Wahrscheinlichkeit. Ich glaube, zwischen 100 und minus 50 ist, glaube ich, Wahrscheinlichkeit hoch oder so. Oder sogar vielleicht noch tiefer, niedriger, so bei 80 oder so. Oder Höhlen. Ich glaube, wir brauchen Höhlen. Wir brauchen eine Höhle oder so. Ich muss mal ein paar Fackeln setzen. Kein Bock, dass mir so ein Creeper in den Arsch springt. Wir graben einen kleinen Tunnel nach unten. Bis meine Spitzhacke kaputt geht. Dann bauen wir ein paar Treppen, damit wir hochkommen. Wie gesagt, ich hoffe mal auf ein bisschen auf Glück, dass wir jetzt hier irgendwo eine Höhle finden. Komm schon, Game, komm schon, komm schon, gib mir eine Höhle. Ich brauche Eisen. Gib mir der Eisen. Gib mir der Eisen. Oder Eisen, gib mir Eisen. Oh, ich finde alles möglich, aber nicht das, was ich brauche. Typisch Minecraft. So, wir bauen eine Höhle. Also ich sag mal, was ist das Gegenteil von Höhle?
Berg? Nee, oder? Doch, Berg? Question mark? Wir finden alles. Was war das? Skelett? Haha! Ja. Hello there! Und Spitzhacke kaputt. Ich liebe es. I love it! Gut, dass wir ein bisschen Material mitgenommen haben. Was mache ich da? Irgendwo hier hinten ist, ja? Wir haben Redstone gefunden. Das vereinfacht uns später ein bisschen das Crafting. Aber das war's auch schon. Wir müssen Skelett folgen. Jackpot. Wo ist das? Skelett, wo bist du? Komm schon, Skelett. Weißt du, dass du da bist? Dann müssen wir mal gucken. Wo das Skelett sich versteckt. Ich sehe schon Eisen. Skelett, Zombie, Skelett. Wir riskieren mal. Wird auch da oben sein. Ja, da oben ist es. Gepanikt, aber nur ein bisschen. Weil es da oben war. So, essen, nicht vergessen. Mal ein bisschen regenerieren. Das meine ich, also es kann echt schnell gehen, ich habe keine Rüstung. Dass man da echt drauf geht. Wir müssen die Höhle so schnell wie möglich hier aufleuchten. Okay, mit der. Dunkel außen, Ling. Das sind die Bomben von oben. Das meine ich. Sowas kannst du nicht planen, Alter. Gut, dass ich nicht weit weg bin. Wir haben auch keine XP zum Verlieren, also war jetzt kein groß. Das war. Guter Dev, das war ein guter Dev. Jetzt haben wir die. Hey! Danke für den Follow. So. Also, wie gesagt, wir müssen so schnell wie möglich diese Höhle ausleuchten. Unser erster Dead bei Creeper von oben. Der war einfach oben gespawnt und ist auf mich einfach runtergesprungen, der Sack. So, schnell mit diese Höhle ausleuchten hier, damit wir hier nicht schon wieder von oben irgendwie wieder gecatcht werden. Oh, guck mal hier. Doch so Kristallus. So, da oben auch. Dann Durchgang? Nee, ne? Ein Durchgang. So, okay, gut. Gut. Essen brauchen wir in der Leiste. Spitzhacke brauchen wir in der Leiste. Das brauchen wir nicht in der Leiste. Axt nehme ich die kaputte. Schaufelinos. Essen. Da wird noch Essen. Blöcke zum Bauen nehmen wir auch noch mit. Nice. So, unser Eisen. Unser hart verdientes Eisen wird haben. So, lecker. Da habe ich doch irgendwo auch noch was gesehen. Da oben, okay. Immer am besten schon 8. In Achterreihen denken. Weil das Brennwert von Steinkohle, sag mal, oder Holzkohle, ist immer 8. Um halt den bestmöglichen, wie nennt sich das? Den bestmöglichen Brand rauszuholen. So viel wie es geht. So, wie viel haben wir? 12, perfekt. Das reicht für einen Eimer.
Wären drei. Dann habe ich noch. Ah. Könnten vielleicht. Ein Schild machen. Warum wir von Schild? Schild ist broken as fuck. Deswegen gehe ich jetzt mal einfach nach oben. Ab, warte mal. Machen wir noch einen kleinen Trick 17. So, zack. Sehr schön. Eisen ist am Start. Ich höre irgendwas. Wasser. Klingt aber nach einem Zombie. Hier, Ertrunkenen. Der da irgendwo hinten rumschwimmt. So, zack, nach, ab nach oben. Guten Tag, Salz auf Nippel. Schönen guten Tag. So, zack. Ah, das reicht. Das Spiel wurde mal auf morgen verschoben. Ja, okay, gut. Habt ihr ein bisschen Zeit wieder zum Üben, ne? Sag ich da nur. Ja, was ist mit mir? Brauchen wir sowieso ein bisschen. Da wird Zeit, dass ihr ein bisschen mehr zusammen übt, ne? Ich will morgen da einen klaren Sieg sehen. Und keinen knappen Sieg oder irgendwie lose. Ich meine, ich habe ja euch mittrainiert, so ein bisschen. Ich fühle mich da ein bisschen mitverantwortlich. Und wenn ihr das verliert, so, wollt mir doch nicht das Herz brechen. So, ist noch Tag, perfekt. Wir brauchen Öfen. Öfen, Öfen, Öfen. Zack. Bam. Da machen wir mal. Nee, da machen wir es nicht so. Ein bisschen Holz rein. Passt schon. Ein bisschen Holz passt schon. Werkzeug mal hier nicht so viel. Eine Axt nehme ich noch mit, weil meine läuft noch aus. So, Bauwerkzeug. Zack, 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 zack. Können daraus direkt eine Dings machen. Mal, zack, zack, zack. Und der nächste Beruf. Wir machen Berufe mal hier nach unten hin, damit ich sie so im Überblick habe. Ja. Kann man später machen. Das ist jetzt kein wichtiger. Es hängt davon ab, was für Champions spielt, ne? Ihr könnt einfach nicht mit Late Games Champion benden. Perfekt. Einmal. Gib mir einmal. Zack. Und ein Schild brauche ich. Und deine Schilde brauche ich. Perfekt. Falscher Bereich. Zack. Das ist ein Golf, oder? Geh in eine Bände. Imagine. Auch voll. Ja, zwingen. Also wenn ihr halt einen Vorteil habt, das müsst ihr dann ausnutzen. Und wenn ihr wisst, dass ihr halt stark seid, you know, dann müsst ihr das spenden, so. Nicht hinauszögern. So, jetzt können wir, klauen wir uns hier Lava. So, bam. Zack. So, perfekt. Eisenkohle. Wir müssen gucken, dass er. Kurz vom Abnippeln ist. Und das Eisen nicht verbrennt. Höchste Standardisierung lautet unser Botlane 00. Ja. Jetzt hängt davon ab, wie gesagt, was für Champions ihr spielt. Das komplett. Das Szenario ändert sich ja jedes Mal, wenn ihr einen anderen Champion spielt. Nein! Das war nicht mein Plan! Seit wann geht ihr da? Okay.
Ich hab doch aufs Gras genau geguckt. Er ist immer noch aggro. Jung. Fuck you. Jetzt hab ich schon aus Versehen aggro gemacht. Also nicht so schlimm. Ne, ist doch schlimm. Ich hoffe, es hat keinen Dorfbewohner gesehen. Dann kriege ich, hier Manu. verkauft sich halt nicht so gut alles. So, wir können die Fackeln jetzt mal hier reinsetzen. Brauchen wir den Labereimer. Tue ich mal weg. Weil ich will ihn nicht aus Versehen benutzen. Wir bauen Wassereimer für coole MLG-Plays. Wasser. Okay. Nehmen wir mal. Da ist schon wieder ein nächster Golem gespawnt. Mal den hier müssen wir, wie gesagt, wegräumen. Weil da sollen uns eigentlich eine gute Dorfbewohner spawnen, nicht diese Grünen. Grünen sind meistens, die nehmen keinen Beruf an. Die nehmen keinen Beruf an, die machen nichts. Und sind eigentlich nur, sind nur am Rumfaulenzen. So wie ich. Das ist Verkörperung von mir. Deswegen müssen sie weg. Nice. Dead. Dead durch Dead. Ist irgendwer noch, der grün sein möchte? Nein? Gut. Aber besser so für euch alle. So. Stöcke. Ich weiß, ich will aber nicht. Sag ich, ein, zwei Golems können wir hier mal erstmal behalten für den Anfang. Ich will aber nicht mit der Axt den ganzen Tag bekämpfen, weil es wird 3 Stunden dauern, bis ich ihn töte. Wir sollten sowieso noch eine Eisenfarm machen, weil das ist schon der nächste Golem. Es ist eigentlich gut, dass wir sie haben. Weil wir brauchen die. Warte mal. Irgendwas noch. Nein? Nein, okay. Wir müssen ein paar Bäume, wie gesagt, abhacken. So, Baum, Baum, Baum. Ja, damit. Äxte habe ich genug. Komm. Ah, es wird schon wieder dunkel, ne? Ein, zwei Bäume kann ich schon mal hier mal anknacksen. Aber dann müssen wir aber dann pennen gehen. Anfang ist halt das Problem, wir haben keine Rüstung, wir haben keine Waffen. Können halt nicht viel machen. Ich töte sie nicht. Wenn ich sie mit Lava töte, ist es ein Unfall. Und das wird nicht auf meine Kappe gezählt. Das heißt, ich kann das ganze Dorf ausrotten mit einem Lava-Eimer. Und der Golem wird einfach mich ignorieren. Weil solange ich nicht mit den hitte, mit der Hand oder mit der Waffe, ist es nicht nachvollziehbar. Das kannst du dir merken, so. Wenn du irgendwelche Dorfbewohner loswerden willst, zum Beispiel die Grünen, kannst du sie einfach mit Dings, kannst du sie einfach mit Lava-Eimer töten. Wie gesagt, das zählt nicht als, das zählt nicht als mein Vergehen, also. Aber das wäre krass, Alter, das wäre super krass gewesen, wenn jetzt jedes Mal, wenn irgendein Dorfbewohner stirbt, egal wie, die Golems auf mich aggro gehen. You know? I mean, wenn ich sie totschlage, klar. Das ist klar. Dass sie dann auf mich aggro gehen. Aber wenn ich nicht mal in der Nähe bin und sie einfach verrecken, dann why the fuck sollen die mehr auf mich aggro gehen? Wir kennen ja auch die Grünen auch Versklaven für Golem für Eisenfarm, aber will aber nicht. So, wir können schon mal unseren erste, wer ist nochmal? Unser erste Berufe mal hier hinklatschen. Mit dem wir schon mal ein bisschen Gold generieren können. So, fangen wir mal hier an. Und den hier. So. Finde ich, wieso er jetzt das Dings weggelegt hat. So, der wird sich jetzt gleich einer den Dings schnappen.
So. Nein, das wollen wir nicht. Ich will nicht, dass der. Ich brauche halt einen, der halt Stöcke gegen Emeralds tauscht. Komm, du siehst doch so. Yes, yes, das ist der. Und dann können wir das hier machen. Zack. Das hier. Zack, 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 zack. Wo ist der Sack? So, dann machen wir so. Zack, zack. Guck mal, direkt Level 1. Perfekt. Und wir haben unseren ersten Emeralds verdient, meine Damen und Herren. Dadurch, dass wir halt diese geilen Dings haben. Diese geilen Bäume. So. Der eine. Und du bist der andere, ne? Ja, perfekt. Look at this. Look at this. Wir können auch hier einfach auch direkt instant super viel Gold Dings machen. Sehr schön. Perfekt. Sack, Alter, wann hast du denn das geschafft? Hast du Elo übersprungen? Hast doch Elo übersprungen, safe. Ach, nur ein Flex. Ja, okay, gut. Ja, gut, ich dachte schon, Alter. Ich dachte ein Solo-Queue. Das machen wir so. Alles, was wir verscherbeln, machen wir hier runter. So. Ist mich ein bisschen abgelenkt. Machen wir so. So, so, so. Kannst du noch eigentlich mit den anderen zocken? Die Frage. Oder ist das jetzt nicht mehr machbar? Wie ist das denn jetzt? So. Bam, bam, bam. Ein paar Betten brauche ich noch. Chanel. Damit die Dorfbewohner sich hier schön vermehren. So, zack, zack, zack. Ein Bett nehme ich mal für mich mit, falls wir aus irgendeinem Grund schlafen müssen. So. Mal hier so, zack. Da haben wir noch unsere Steinplatte. So, schön lecker Bett. Noch ein Bett. Zack. Schon haben wir ein schön leckeres bewohntes Häuschen.